Mutige Aktion öffnet Nord Stream 2 und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag. Das sind einige unserer weiteren Themen. Dessau, Aufstand der Handwerker. Kompakt Sommerfest, so war die Feier. Freddy Ritschel, meine Freundin Ricarda. Frei wollen wir sein, Party im Festzelt. Wäre Nord Stream 2 nicht kurz vor der Öffnung von der Bundesregierung gestoppt worden, müssten wir uns keine Sorgen machen um einen kalten Winter ohne Gas. Deswegen fordern die AfD, Sarah Wagenknecht, HandwerkerInnungen in Mitteldeutschland und nicht zuletzt sogar FDP-Vize Wolfgang Kubicki die Öffnung. Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter tv.kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.